Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Dishonored 2. Wir hauen hier ab. Es ist genug Zeit verflossen. Ah, das haben wir noch kaputt, weil es so schön war. Wir hauen hier ab. Kann ich hier, können wir hier, das müsste klappen. Ach, falsch. Ui. Ja. Ich wünschte, es wäre anders. Jo, das wünschen wir alle. So, ich will hier weg. Ich laufe schon wieder falsch. Ich laufe immer falsch. Immer. Das kriege ich immer hin. So, kaputt gehauen. Ich bin wütend. Hulk wütend. So. Wir gehen zu unserem Schiffchen zurück. Ne, unser Schiff ist es ja nicht, aber das Schiff, das uns hergebracht hat, da gehen wir jetzt zurück. Ich habe keine Ahnung, wo man die Aufzeichnungen von Sokolov herbekommt. Die Alte will nicht mit mir reden. Wahrscheinlich, weil ich es vermasselt habe. Kann ich mir halt gut vorstellen. Auf jeden Fall, ja, Pech gehabt sozusagen. Wir gehen. Das ist ein schönes Gewächshaus hier, ne? Was? Da ist noch jemand? Ach komm. Was? Du wurdest ja nicht schuldig befunden, mir im Weg zu stehen. Ach, ich hau da ab. Meine K. Ich hau da jetzt ab. Wurscht. Dab, 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 dab. Der kommt eh nicht nach, weil er doof ist. Aha. Und, tschüss. Ich möchte nach Karnaca zurück, bitte. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Was? Hä? Ist das jetzt kaputt oder was? Warum ist das kaputt? Das ist... Was? Dein... Fällt mir nicht. Ich sehe mich mal um. Dein Ernst jetzt. Unmöglich! Dein Ernst. Wow! Das war keine Absicht. Ich will da hoch wieder, bitte. Irgendwie. Das wäre was. Trocken und warm. Da. Das lief prima, lief das. Wirklich. Da kann ich wieder hoch. Supi, danke. Was wollte ich sagen? Mann, wie viel von diesen Dingern muss ich denn noch wegsaufen? Das gibt's ja nicht. Ich will mich doch nur hier hoch. Da jetzt gar nicht mehr hoch, oder was? Ach Gottchen. Jetzt. Wie bitte? Diese Fähigkeit ist ganz schön teuer, ehrlich gesagt. So. Vorruck. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel ich noch von diesen Fiolen da habe. So, jetzt bin ich wenigstens wieder drinnen. Müssen wir jetzt doch das hinferkeln mit ihr, oder was? Ich finde das gerade kacke. Es geht ja nicht, das klappt ja nicht. Wieso ist es das Gerät eingegangen? Die Gondel. Muss ich da jetzt echt schauen, dass der Strom noch ausgeht oder was? Mühselig und anstrengend ein bisschen, muss ich schon. Bin jetzt wieder falsch? Ich bin wieder falsch. Ich werde gleich hier alles wegbomben. Ich schlag gleich die Wand ein. Irgendwas so in der Richtung. Das kann's ja echt nicht sein. Das Ding, der ist wahrscheinlich schuld, ne? Kann ich von da oben gar nichts? Doch, eigentlich schon. Müsste eigentlich auch klappen. Was ist denn unter uns? Irgendwo da. Vielleicht kriege ich das. Vielleicht kriege ich das ja doch. Irgendwie. So, jetzt sind wir hier. Taschenuhr. Ja. Ein paar Tassen. Bist du ein Bild, das ich verkaufen kann? Nein.
Ich, und so. Da ist nix. Ich mache einfach nur so zum Spaß kaputt. So. Da waren wir schon, ne? Da waren wir schon, in der Tat. Ich wollte so viel mit dir, Ellie. Ja, ich mit dir auch, Mami. Ich mit dir auch, liebe Mami. So, und dann geht's hier irgendwie runter. Ach so, da. Ich weiß schon. So. Bist du ein Bild, das man verkaufen kann? Ach, da sind wir schon wieder, wo ich angefangen habe, ne? Ach, ich habe so eine Orientierungsprobleme gerade. Stimmt. Da sind wir schon wieder. Geht Dreck. Ja, wollte nur mal schauen, ne? Lass ich lieber. Ich hau wieder ab. Ich bin so doof. Entschuldigung. Bitte vielmals um Entschuldigung. Ja. Hab einen Orientierungssinn wie keine Ahnung was. Ich will nur hier raus. Hm, da ist eine Wand. Das wird der Küchenheini. Das gibt's ja nicht, dass er mit der Alten nicht quatschen kann. Aber vielleicht hat sich jetzt ja irgendwas aktiviert. Vielleicht. Eventuell. Ich musste, glaube ich, schon darauf, ne? Ach, ja. Ja, sauf dir einen an. So, dann war ich hier oben, ne? So, dann musste ich hier durch. Nochmal. Dann bin ich, glaube ich. Na, das war falsch. Darüber musste ich, genau. So. Sprint. So. Hier. Hier. Vielleicht redet sie ja jetzt mit uns. Halt, falsche Seite. Gekommen. Ich renne immer das in dieselbe. Das ist gerade echt doof. Jetzt komme ich einfach nicht weg und nicht weiter und gar nichts. Au. Geht jetzt was? Na, da wirst du echt. Also, ich werde das langsam böse. Jetzt werde ich dann echt langsam böse. Ich meine das wirklich ernst. Da wird man langsam wirklich böse. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist gerade alles ein bisschen für den Hugo. Für den Hugo und äußerst nervig. Ich habe vor allem keine Ahnung, was die jetzt von mir wollen. Laut Quest muss ich jetzt hier, ne? Finde heraus, wo Sokolov steckt. Geht nicht. Die Alte will ja nicht reden mit uns. Kehre zu Dreadful Wall zurück. Geht auch nicht. Also ich schwimme rüber. Das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Augen, genau. Keine Augen, ich habe keine Augen. Ich habe keine Ahnung, wollte ich sagen. Das wird mir halt auch nicht viel bringen, ne? Das Zeug hier, Hafen 1, ja.
2 Beratung, Speisesaal, bla bla bla. Muss ich vielleicht wirklich schwimmen? Strom ausschalten geht ja, ist ja auch nicht schlau, ne? Dann funktioniert die Gondel gar nicht mehr. Aber warum zum Teufel spinnt die Gondel jetzt rum? Vielleicht liegt das Rätselslösung auch bei der Gondel. Und ich bin jetzt einfach nur drauf reingefallen. Alter, die geht. Wie ein Elefant. Okay, da muss ich glaube ich sogar mal weitergehen. Vielleicht liegt das Rätsellösung auch bei der Gondel, vielleicht kann ich da irgendwas kaputt schlagen, damit sie weiterfährt. Ich weiß es nicht. Sokolov, keine Ahnung, ich muss mich da dann glaube ich jetzt einlesen. Das werde ich so nicht hinbekommen, fürchte ich. Ich habe keinen Plan mehr. Ich weiß nichts. Nicht weiter. Ich weiß gerade nicht weiter. Tap, 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 tap. Ich weiß gerade nicht weiter. Wah! Was macht sie denn da? Sie ist so dämlich. Mit Anlauf drüber. Ich wollte nur auf das Geländer hüpfen. Ach, du bist so dämlich, Mädel. So dämlich, wirklich. Na, ich weiß, ich bin dämlich, aber so ist. Ich komme gerade echt nicht dahinter. Glumpert, echt. Was soll ich denn machen, wenn es buggy ist? Mal ganz ehrlich jetzt. Na, jetzt bin ich wieder da. Och nö, was für ein Pech. Was soll ich denn bitte anstellen? Wenn die Alte nicht mit mir redet. Soll ich einen Tanz aufführen? Ich weiß es ja nicht. Geld geben, irgendwas. Boah, ist das immer laut. Boah, ey, also wirklich. Ja, Geldstrafe, hurra. Ich weiß nicht. Au, Knochen gebrochen. Was? Du billiges Scheißteil. Wo ist eigentlich das Schiff? Wo wäre unser Schiff? Mal angenommen, ich müsste echt schwimmen. Was ich nicht glaube, aber mal angenommen. Oder? Aber nicht dein Ernst. Ja, ich bin schon drauf gekommen. Ja, wie gesagt, Sokolov, ne, das haut nicht hin. Mann, jetzt lass dich doch da raufgrippen, ey, du Blöde. Da, jetzt. Ich glaube, ich weiß schon wie. Von hier nach da, die ganze Zeit darüber. Ohne nach Möglichkeit auf die Schienen zu fallen. Na. Nope, ist auch nicht richtig. So. Au. Okay, sanft gelandet. Einigermaßen sanft. Das richtig ist. Ja, und jetzt? Den ganzen Weg so zurück, oder was? Das wird ja wohl nicht hoffentlich ernsthaft gemeint sein. Auf diese Weise zurückschwimmen sollen, oder?
Ich hab eh gesperrt, ist eh wurscht, dann schwimmen wir halt. Ist mir auch schon wurscht, ehrlich wahr. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Keine Ahnung. Ich schau mal, wie weit wir kommen, wenn wir schwimmen. Oh! Hallo! Was war denn das jetzt gerade? Irgendwas frisst mich, glaube ich, auf. Was ist denn das bitte? Okay, das war auch keine gute Idee. Schwimmen ist nichts gute Idee. Da muss das klappen. Da muss es hier geschichtlich weitergehen. Es geht ja nicht anders. Dann muss es hier geschichtlich weitergehen. Ich weiß nur nicht wie. Tja, das ist echt wieder super. Ich habe keine Ahnung wie. Ich kann mit der Alten nicht reden. Es haut nicht hin. Die Gondel ist kaputt. Ich könnte dich abstechen. Ich will mit dir reden. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Unter uns soll es auch nicht sein, es soll genau hier sein. Rekuperation. Kann ich dich schubsen? Nein. Ganz ehrlich, das ist scheiße. Das ist richtig, richtig scheiße. Aber richtig scheiße. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich muss... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Irgendwie klappt das hier ganz und gar nicht. Wenn ich Pech habe, habe ich da einen riesigen Bug. Vielleicht hätte ich sie wirklich töten müssen. Vielleicht klappt es echt nicht, wenn ich sie am Leben lasse. Und vielleicht hätte sie mir dann während dem Sterben erzählt, was ich wissen will. Alter, du gehst mir so auf den Keks. Nicht auszumalen, wie sehr du mich auf den Keks gehst. Ja, da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als wie mich zu informieren, ne? Kann ich echt nicht sein. Das kann, was übersehe ich. Eliminiere den Kronmeuchler, der deine Feinde ermordet, um dich schuldig erscheinen zu lassen. Finde deinen veralteten Verbündeten Anton Sokolov, der zuletzt gesehen wurde, als man ihn zum Edermeier trug. Alexandria Hypatia, die das Institut leitet, sollte mehr wissen. Ja, die weiß gar nichts. Die ist nämlich dumm. Finde eine Karte des Edermeier. Du hast die Gelegenheit verpasst, mit Dr. Alexander Herbescher zu sprechen. Es sollte sich aber trotzdem herausfinden lassen, was mit Sokolov geschehen ist. Ja, und wie? Wie, das habe ich verpasst. Ja, und wie soll ich das... herausfinden, bitteschön. Ich habe das verpasst. Wie geht denn das? Ich war doch die ganze Zeit hier. Ich habe ein Bild gefunden. Ja. Wenigstens etwas. Hm?
Sokolovs Entführung, ich glaube, ich bin. Meine Liebe, der Tok-Hauptmann hat soeben Sokolov gesichtet. Kennt seine Gewohnheiten, sagt Sokolov, kaufe gallonenweise Walblut von den Schiffen, wohl für Pigmente. Sie scheinen ähnliche Interessen wie das alte Genie zu haben. Laden Sie ihn doch wie abgemacht auf einen Besuch ein, je früher desto besser. Vermutlich lebt er auf einem Boot in der Bucht, aber Sie können seiner Fährte sicher folgen. Verwahren Sie ihm in Eddermeier. Nun tun Sie ihm nicht weh, sonst ist er nutzlos für uns. Doch falls Sie hungrig sind, der Dockhauptmann hat seinen Zweck erfüllt und sein Stellvertreter hat mir kürzlich einen Gefallen getan. Luca Scheusal. Sokolovs Entführung. Na bitte, wir haben eine Spur. Kann man das mit ihr reden? Nein. Finde heraus, wo Sokolov steckt. Ich glaube, da kann ich schon wieder auf Verlauf anzeigen gehen. Sokolovs. Finde heraus, wo Sokolov steckt. Jaha. Markierung verbergen. Nein. Das war jetzt nur ein Teil. Den Hauptmann da, dass der da mehr weiß? Dass der mehr weiß? Oder ist hier noch irgendein Hinweis versteckt? Auf einmal geht's ja, ne? Jetzt sind wir wieder ein Stückchen weiter und schon wieder tun sich mir haufenweise Fragen auf. Die wichtigste Frage, die sich immer wieder wiederholt, wie geht's jetzt weiter? Pistolenkugeln braucht man immer. Es ist halt kacke, ne? Weil sich gar nichts aufmacht. Nichts tut, gar nichts. Vielleicht soll ich mir das nochmal durchlesen. Warte mal kurz. Missionshinweise. So. Büro, Kombination, schließe die Tür zur Rekuperation auf. Benutze den Schlüssel, aufzuschließen. Rekuperation. Das ist doch hier, oder? Ist offen. Vielleicht aber auch nicht. Was ist der Domino? Das ist eine Scheiße. Einen kleinen Hinweis bekommen und dann später alles bäh. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Geht mir schon ein bisschen auf den Keks, muss ich ganz ehrlich sagen. Sokolovs Entführung, meine Liebe. Dockhauptmann hat soeben Sokolov gesichtet, kennt seine Gewohnheiten, sagt Sokolov, kaufe gallionsweise Walblut von den Schiffen, wohl für Pigmente. Sie scheinen ähnliche Interessen wie das alte Genie zu haben. Laden Sie ihn doch wie abgemacht auf einen Besuch ein, je früher desto besser. Vermutlich lebt er auf einem Boot in der Bucht, aber Sie können seine Fähre sicher folgen. Verwahren Sie ihn in Eddermeier. Tun Sie ihm nicht weh, sonst ist er nutzlos für uns. Doch falls Sie hungrig sind, der Dockhauptmann hat seinen Zweck erfüllt und sein Stellvertreter hat mich kürzlich einen Gefallen getan. Was ist, wenn der Kerl dort ist, wo wir die eine Frau flehen, wo die eine Frau gefleht hat? Die Behandlung ihrer Tochter und sie gefangen genommen worden ist. Wenn das dort ist, Gesundheit. Wenn das vielleicht dort ist, wo jetzt niemand weiß, wie man dorthin kommt. Was?
jemand? Ich dachte, ich hau das mal kaputt, weil ich gehofft hatte, dass hier vielleicht das Werkzeug drin ist, aber nein. Ja, die Kakrone, ich weiß. Hör auf zum Pochen, Herz, hör auf. Ich drehe mich nur mehr im Kreis herum. Was ist aber, wenn das da unten ist? Warte. Hier wird ja auch nichts liegen, oder? Dab, dab, dab. Hier drin waren wir ja schon. Da hat... Warte, ich bin erschrocken. Vor dem da. Pistolenkugeln, Pistolenkugeln, was zu essen. Doch, das Herzog ist ein Bild. Von Zerkonos. Schade, ich kann es nicht kaputt machen. Macht aber nichts, wir können die Tür trotzdem umgehen. Dann haben wir was? Trivianisches Erz. Und da ist wieder alles finster. Wo sind wir hier? Blockiert. Na toll. Mann, ey, das ist wieder kacke. Ich drehe mich halt nur mehr im Kreis. Ich weiß echt nicht weiter. Oh. Es kann nur mehr so sein, dass Sokolov irgendwo gefangen gehalten wird. Alles andere erklärt sich nicht. Und ist ein bisschen sinnlos. Es muss so sein, da muss der irgendwo gefangen sein. Ich muss herausfinden, oder es versuchen zumindest, herauszufinden, wo er ist, wo er gefangen gehalten wird. Warum das hier versperrt ist, geht mir auch auf den Keks. Vielleicht kriege ich es von der Seite irgendwie auf. Was haben wir da? Pistolenkugeln schon wieder. Der steht wieder, ne? Schmeißen wir in die Ecke. Obwohl er hier wieder lustig gelegen wäre. So, gute Nacht. Der muss irgendwie da drinnen sein. Das gibt's nicht anders. Kurze Dücken. Ich muss auch mal speichern, fällt mir gerade ein. Warte kurz. Wir haben mal kurz speichern. Er muss hier irgendwo sein, das gibt's nicht. Ich habe schon angedeutet, ich hätte eine Vermutung, dass eben hier unten, wo die eine Dame da gerade vorher war, am Anfang war, als wir hierher kamen, so muss ich sagen, also da drüben, dass da irgendwie eine Art Gefängnis oder so ist. Oder halt auch nicht. Keine Ahnung. Der da ist auch weg. Was haben wir da? Leichter Beutel. Auf jeden Fall wäre auch das eine Werkzeug nicht so schlecht, dann können wir da immer besser durchlaufen. Aber ich glaube, das kann ich mir aus den Haaren schmieren. Ja, trotzdem muss er hier irgendwo gefangen sein, das gibt es ja nicht anders. Der Kerl. Sind halt wieder da, ne? Weiter oben, weiter unten. Ich weiß es nicht, ob es da irgendwie einen Zugang gibt zu einem Kerker. Wow, hoppala. Das wollte ich gerade nicht. Ich bin ausgerutscht. Da kommt er echt her.
bin nicht da. Den wäre gut erwürgen. Weg. Ach, du bist der Chopper. Was? Verflucht! Warum geht der da lang? Ich frag mich. Hey du, komm her! Warum geht er da lang? Verfluchtes Weib! Ganz ehrlich, warum geht er da lang? Kann er nicht umdrehen und weggehen? Wie jeder normale Mensch auch? Das ist so kacke. Naja, ich muss mich da schlau machen, so geht das nicht weiter. Ihr Lieben, es tut mir sehr, sehr leid. Es geht momentan nicht sonderlich gut voran, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Ich hoffe es. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal und hoffe, dass es besser läuft. Bis dahin, tschüssi!